Wir wollen uns also heute Morgen mit der erstaunlichen Struktur der vier Evangelien beschäftigen. Wir wollen uns Fragen stellen wie, warum gibt es genau vier Evangelien? Und wie sind die Zusammenhang zwischen den Evangelien und dem Alten Testament? Was ist die Bedeutung von jedem einzelnen Evangelium? Und wir wollen auch sehen, wie die vier Evangelien ganz eine erstaunliche literarische Einheit bilden. Grüezi miteinander, kommen Sie nur, wir haben schon noch Platz. Kann man schnell anzeigen, wo es Platz hat, wo frei sind? Da hätte es noch... Ja, es gibt... Ui, so war... Da hätte es noch... Excuse. Wer ist schon neu gekommen? Aha. Also im Sinn von einer Einführung in die vier Evangelien, wollen wir uns zuerst die Frage stellen, was bedeutet das Wort Evangelium eigentlich? Das kommt also aus dem Griechischen, heisst Euangelion, das ist also so, übers Latinische, aus dem Griechischen übers Latinische in die deutsche Sprache gekommen und hat dann das Wort Evangelium gegeben. Was so viel bedeutet wie gute oder frohe Botschaft. Eu heißt gut oder froh. Angelion, Botschaft. Der Ausdruck wird in Markus 1, Vers 1 gebraucht als Titel von dem Buch. Und von daher kann man das ableiten, die Bezeichnung für die vier ersten Bücher im Neuen Testament. Ich kann jemand schnell Vers 1 vorlesen. Jawohl. Wenn wir also die Bezeichnung im Markus-Evangelium übertragen auf die drei anderen verwandten Schriften im Neuen Testament. Zur Inspiration von den Evangelien gibt es einen erstaunlichen Hinweis in Johannes 14, Vers 26, wo der Jesus am Vorabend von seinem Kreuzestod das Kommen vom Heiligen Geist angekündigt hat. Und dort lesen wir Folgendes. Kann jemand das zitieren? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater sendet mir in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also diese Stelle macht deutlich, dass der Heilige Geist hat sollen kommen, um die Augenzeugen erinnern an das Wort Jesu. Und so hat sich die Ankündigung vom Wirken vom Heiligen Geist ganz speziell erfüllt, dann in der schriftlichen Abfassung von den Evangelien. Denn zu dem Zeitpunkt ist ja das ganze Neue Testament noch zukünftig gewesen, aber da haben wir die Ankündigung vom Wirken vom Geist Gottes im Blick auf die Erinnerung an das Wort Jesu. Man könnte die vier Evangelien bezeichnen als vier geschichtliche Biografien vom Mensch Jesus Christus auf der Erde. Aber die Frage stellt sich eben, warum haben wir genau vier solche Lebensbeschreibungen? Und einen Schlüssel dazu finden wir in der Gesetzgebung von Israel. In 5. Mose 19 finden wir einen juristischen Grundsatz, wo vor Gericht gegolten hat in Israel. 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Klager soll nicht wieder jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Sünde, die er begeht, auf freies Zeugenaussage oder auf freies Zeugenaussage soll eine Sache bestätigt werden. Also das Prinzip da lehrt Folgendes. In Israel hat aufgrund von einer Zeugenaussage hat jemand nicht dürfen verurteilt werden. Es hat also ein Minimum gebraucht von zwei Zeugen,
damit eine Strafe ausgeführt werden konnte. Ein glaubwürdiges Zeugnis vor Gericht hat also mindestens zwei Zeugen gebraucht. Jetzt, wenn wir uns das vorstellen, was die Evangelien anbetrifft, so finden wir da nicht nur zwei Zeugen, sondern genau zwei mal zwei Zeugen. Das heisst, Gott hat wollen mit den Evangelien uns ein überaus glaubwürdiges Zeugnis geben in Bezug auf den Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes überhaupt. Denn die Evangelien zeigen den Höhepunkt der Heilsgeschichte. Das Alte Testament war alles vorbereitet, bis auf den Punkt, wo Gott selber in die Welt gekommen ist und Mensch geworden ist. Das ist das Thema der Evangelien. Und wo der Mensch, Jesus Christus, das Heil Gottes, das ewige Heil Gottes, durch seinen Kreuzestod auf Golgatha vollbracht hat und nachher als Sieger auferstanden ist. Das ist das Thema der Evangelien. Und das soll so glaubwürdig bezeugt werden, dass also zweimal zwei Zeugen hat sollen geben vom Gleichen. Und dann müssen wir noch daran denken, wenn das in der Zahl 2 sehr stark in Verbindung steht mit Gesetzgebung und Gerichtsverhandlung. Alle vier Evangelien hören auf mit einem Prozess. Und zwar mit einem scheusslichen, ungerechten Prozess. Aber der schlimmste Prozess, den es je gegeben hat in der Weltgeschichte. Und da haben wir also zweimal zwei Zeugen, die auftreten und Zeugnis ablegen gegen den Prozess, wo zur Ermordung und Kreuzigung von Messias geführt hat. Jetzt, wenn man das Prinzip vor Augen hat, die zweimal zwei Züge, dann ist es umso verblüffender zu sehen, dass effektiv die Evangelien können auf verschiedene Arten in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum Beispiel haben wir unter den Autoren zwei Schreiber, die Apostel gewesen sind. Also die ganz spezielle Autorität von Apostel von Messias bekommen haben. Nämlich den Matthäus und den Johannes. Aber zwei andere Schreiber sind keine Apostel gewesen, der Markus und der Lukas, aber in neutestamentlichem Sinn sind sie Propheten gewesen. Wir lesen nämlich in Epheser 2, Vers 20, dass Gemeinde Gottes, Kirche Gottes, Versammlung Gottes, das ist alles das Gleiche, wenn man nur das Richtige meint damit, ist aufgebaut auf der Grundlage, wo die Apostel und Propheten geleitet haben. Und das sind nicht die alttestamentlichen Propheten gemeint, sondern wir haben zuerst Apostel genannt und dann Propheten, das sind die neutestamentlichen Propheten. Also sind die durch Inspiration geredet, oder und geschrieben haben. Und so hätten wir also in Markus und Lukas, in so einigen inspirierten Schreiber, hätten wir neutestamentliche Propheten. Gut, zwei Apostel, zwei Propheten. Dann können wir weiter feststellen, zwei von diesen Schreiber sind Augenzeuge gewesen. Wo also das meiste von dem, was sie schreiben, auch miterlebt haben. Das ist der Matthäus und der Johannes. Aber die zwei anderen Schreiber sind Zeuge durch Nachforschung. Der Lukas schreibt das ja ganz ausdrücklich am Anfang von seinem Evangelium. Ich kann da über das lesen in Lukas 1. In seiner Einleitung. Und den hat sich früher und verwunden haben, der Rücken von den Geschichten, die unter uns ergangen sind, die uns abgegeben haben, die von Anfang selbst gesehen und viele das Wort gewesen sind, habe ich auch bewusst angesehen, nachdem ich alles von anderen geht, mich gleich erkundet habe, dass es hier mein guter Profil ist, im Wort und Schiebe, und dass die gewissen Grund erfahren vorwähre, die Menschen so unterrichtet sind. Also, wir sehen, dass der Lukas vorgegangen ist wie ein Historiker, wo also der Quelle nachgegangen ist, den Augenzeugen, und hat das Material, das geschichtliche Material zusammengesammelt. Und so ist er also ein Zeuge durch Nachforschung,
wo wieder bei den authentischen Augenzeugen ist, nachsuchen. Und zwar sehr systematisch. Und das Gleiche kann man im Prinzip auch sagen von Markus. Er selber war ja nicht einer von diesen 12 Aposteln. Aber er hat eine ganz spezielle Beziehung gehabt, wie wir noch nachher sehen werden, zum Petrus. Und so hat er sehr viel durch den Petrus mitbekommen. Der Petrus nennt ihn ja sogar mein Sohn Markus. Wer hat das nachher gesehen? In 1. Petrus 5. Er hat also eine ganz spezielle Beziehung gehabt und durch ihn sehr viel Material bekommen. Und dann kommt dazu, seine Mutter, Markus, seine Mutter, die hat ja ein Haus gehabt in Jerusalem, wo in Jerusalem eine Gemeinde gsi isch. Das ist in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und so hat also der Markus sehr viel Kontakt gehabt in Jerusalem, in dieser Urgemeinde, im Haus von seiner Mutter, zu authentischen, glaubwürdigen Augenzeugen. Und das ist auch sehr interessant. Sie selber sind nicht Augenzeugen. Markus höchstens zum kleinen Teil. Aber dadurch, dass sie einen Haufen Augenzeugen besucht haben und mit ihnen geredet haben, Kontakt gehabt haben, stehen sie eigentlich noch für einen Haufen andere Zeugen dazu. Also da haben wir zwei Augenzeugen und zwei Zeugen durch Nachforschung. Und beides hat ihre seine Bedeutung. Dann weiter kann man sagen, zwei haben chronologisch, streng chronologisch geschrieben. Also im zeitlichen Ablauf der Ereignisse. Das kann man sagen für Markus und für Johannes, für den Johannes. Zwei andere Schreiber haben ihre Berichte nicht unbedingt streng chronologisch geschrieben, sondern zum Teil haben sie den Stoff auch nach inhaltlichen Kriterien angeordnet. Das gilt für Matthäus und Lukas. Jawohl, sehr gut. Bin ich froh für den Hinweis. Der vorher das Zitat gelesen hat, war das Luther-Übersetzung. Lukas 1, 1 bis 4. Luther, ja. Dort ist gestanden in Ordnung, oder? Es ist so, dass der griechische Ausdruck bedeutet nicht zwingend zeitliche Reihenfolge, sondern nach einer auch eine logische Reihenfolge. Und darum. Wie? In Ordnung, jawohl. Also das kann logisch oder zeitlich sein. Das ist vom Ausdruck her offen, aber man muss doch sagen, durch den Vergleich, Lukas tut das nach logischen, inhaltlichen Kriterien ordnen. Es ist übrigens so beim Lukas, dass das Evangelium selber zerfällt in zwei Hauptteile. Und die zwei Hauptteile, wie wir das noch sehen werden, die zerfallen wieder in 5 Unterteile. Und jeder Teil ist in der Mitte gespalten, so dass die Berichte sich in der zweiten Hälfte widerspiegeln. Also eine ganz außergewöhnliche, kunstvolle Struktur vom ganzen Evangelium. Also das wäre zu Schreibweis. Jetzt können wir sagen, auch zwei Schreiber redet besonders von einer amtlichen Herrlichkeit vom Herrn Jesus und zwei von einer persönlichen Herrlichkeit. Ich will gerade erklären, was das bedeutet. Der Matthäus und der Markus beschreiben den Herrn Jesus als König, Matthäus, und Knecht, Markus. Das sind Funktionen, das sind Ämter. Aber der Lukas betont stark die Menschheit von Jesus Christus. Und der Johannes, Gottheit. Das ist nicht das Amt, das ist nicht eine Funktion, sondern das ist das Wesen vom Erlöser. Also, haben wir auch da eine Zweiteilung. Amtliche Herrlichkeit, wesensmäßige persönliche Herrlichkeit in Lukas und Johannes. Weiter, zwei beschreiben eine Herrlichkeit von Christus, wo seine Erhabenheit zeigen, und zwei andere beschreiben eine Herrlichkeit, die seine Niedrigkeit ausdrückt.
Erhabenheit wird ausgedrückt in Matthäus, er ist König. Das ist eigentlich das Höchste, was man sich kann sozial unter den Menschen vorstellen. Und der Johannes beschreibt der Jesus als Gott. Das ist das Höchste, was absolut überhaupt gibt. Aber der Markus beschreibt den Jesus als Knecht, als Diener. Das ist sein Hauptakzent. Und der Lukas beschreibt ihn als Mensch. Also auch das ist gegenüber seiner Gottheit eine Herrlichkeit in seiner Erniedrigung. Und dann kann man weiter sagen, zwei beschriebene Herrlichkeit, wo der Herr Jesus Christus schon gehabt hat vor seiner Menschwerdung. Und zwei andere beschriebene Herrlichkeit, die er bekommen hat durch seine Menschwerdung. Der Matthäus sagt, Christus ist König. Aber das war ja schon vor seiner Menschwerdung. Denn in Jeremia 10 heisst, dass der Herr ein ewiger König ist. Und der Johannes beschreibt ihn ganz speziell in seiner Gottheit, als Gott, als ewiger Gott. Das ist er eben nicht erst seit seiner Menschwerdung, sondern das ist er schon von jeher gewesen. Und dann haben wir den Markus, der beschreibt den Herr Jesus als Knecht. Und das ist der Herr Jesus geworden, durch das, dass er Mensch geworden ist. Und der Lukas beschreibt ihn eben als Mensch, ganz speziell. Und das ist Christus geworden durch sein Kommen und durch sein Geborenwerden durch Maria. Und wenn man die verschiedenen Zweiergruppen jetzt sich systematisch aufschreibt, dann stellt man fest, es gibt alle Kombinationen, die möglich sind. Von Zweiergruppen. Und insofern bildet die Evangelien also eine Einheit von diesen zwei mal zwei Zeugen, wo irgendwie so verwickelt ist, dass man sie gar nicht auseinanderreissen kann. Und wenn das einerseits eben die Einheit von den Evangelien zum Ausdruck bringt, ist es aber wichtig, als nächster Punkt auch darauf hinzuweisen, dass es auch sehr viel Unterschied gibt in den Evangelien. Und zum Teil sogar Unterschied, wo man beim Lesen als eine Spannung oder als einen scheinbaren Widerspruch kann empfinden. Ein Beispiel: in Lukas lästert einer von den gehängten Verbrecher, mitgekreuzigten Verbrecher, lästert der Herr und der andere verweist das ihm. Aber in Matthäus liest man, beide Verbrecher lästern am Kreuz. Und das ist irgendwie für den Leser im ersten Moment ein Problem. Man kann das Problem natürlich auflösen, indem man betont, das ergänzt sich ja. Offensichtlich haben zuerst am Kreuz, es ist ja über Stunden gegangen, haben beide Christus gelästert. Aber der eine ist dann zur Einsicht gekommen und verweist das dann am anderen und sagt, ja, wir haben es eigentlich verdient, aber der ist ja unschuldig. Und so können wir ganze Reihe von solchen Beispielen bringen in den Evangelien, wo eigentlich Spannungen sind, wo man aber beim näheren Untersuchen kann doch auflösen. Und das entspricht etwa der Situation von einem Autounfall. Wenn vier Zeugen das gesehen haben, ein ganz besonderer Autounfall, so wie da letztens in Paris, wo es wirklich wichtig ist, dass man da Zeugen einvernimmt und ganz genau weiss, wie das gegangen ist, ja, dann ist es doch logisch zu erwarten, dass die verschiedenen Zeugen zum Teil widersprüchliche Sachen sagen. Nur ist es dann wichtig, dass man die möglichst voneinander trennt, dass die nicht untereinander können austauschen können. Das ist sehr gut. Sonst können sie sich das ist ja die Gefahr von der sogenannten Kollusion, dass sie also miteinander sich absprechen und so vor Gericht können Sachen verheimlichen. Die verschiedenen Aussagen sollte man möglichst trennen, jeder für sich haben. Und wenn die Aussagen scheinbar widersprüchlich sind, dann gibt das den einzelnen Aussagen mehr Gewicht. Warum? Weil dann merkt man,
die haben sich nicht irgendwie aus taktischen Gründen abgesprochen, sondern jeder erzählt, was er gesehen hat. Und so haben die Aussagen mehr Gewicht, denn jeder sieht das Ereignis aus einer anderen Perspektive. Und so ist es mit den Evangelisten genau gleich. Und gerade die Tatsache, dass ein Lukas nicht nötig hat, in einigen Details schauen, dass es genau tönt wie bei Matthäus, zeigt, dass er völlig Freiheit hat, die Tatsachen so können beschreiben, wie sie sind. Und der Matthäus hat nicht müssen schauen, dass er es genau so schreibt wie der Lukas, weil er genau gewusst, dass beide gelästert haben, zum Beispiel. Und kann das so schreiben. Also, die können zu ihrer Aussage stehen, haben das nicht angepasst in diesen Details, obwohl der Lukas, wie man aus seinem ersten Vers liest, sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf ganz genaue Nachforschung. Also, ihm ist gegangen um historische Wahrheit, hat es nicht nötig gehabt, das anzupassen, sondern die Spannungen haben sie können in den Bericht stehen lassen, was für die Wahrhaftigkeit der Zeugen spricht. Dann kommt dazu, effektiv beschreibt ja jeder Evangelist Jesus Christus aus einer ganz anderen Perspektive, mit einem anderen Akzent. Wie gesagt, der Matthäus beschreibt besonders Jesus Christus als der König. Markus als der Diener, Lukas als der Mensch und Johannes als Gott, beziehungsweise der Sohn Gottes. Und das ist sehr interessant, weil man im Alten Testament den Messias so angekündigt findet. In Zacharia 9, kann das jemand lesen? Zacharia 9,9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Also die Ankündigung alttestamentlich von Messias ist, siehe, dein König wird kommen. Und das können wir als Titel setzen, gewissermaßen über das Thema vom Matthäus-Evangelium. Jetzt, wenn wir aufstehen in Zacharia 3, Vers 8, da finden wir gewissermaßen den Titel für das Markus-Evangelium. 3, 8, zweite Hälfte. Du und deine Brüder, die vor den Christen sind miteinander ein Zeichen. Jawohl. Auch das ist eine messianische Ankündigung. Siehe, ich will meinen Knecht kommen lassen. Das als Titel für das Markus-Evangelium. Dann Zacharia 6, Vers 12. Also, siehe ein Mann, er wird von seiner Stelle aufsprossen. Eben gewissermaßen aus der Erde, ein richtiger Erdling, ein richtiger Mensch. Siehe ein Mann, er wird aufsprossen. Das ist der Titel für das Lukas-Evangelium. Und dann für das Johannes-Evangelium haben wir einen Titel in Jesaja 35, Vers 4, wo der Messias nochmal anders angekündigt wird.
Soll jemand lesen, bitte? Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Also da haben wir den Titel, siehe euer Gott, er selbst kommt, als Titel für das Johannesevangelium. Also das Kommen von Messias in diesen vier Aspekten, ich bin im alttestamentlich so ausdrücklich für Israel angekündigt. Und dann ist interessant zu sehen, in dieser Vision in Hesekiel 1, wo der Prophet Gott auf seinem Thron sieht, allerdings ein dynamischer Thron mit Rädchen. Der Thron wird gedreht von vier Cherubim gestalten. Das sind mächtige Engelsorten, wo Gottes Thron verteidigen. Die werden so beschrieben in Hesekiel 1, Vers 10. Kann das jemand lesen? Ihre Angesichte waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen, bei allen Tieren und zur linken Seite gleich einem Tier, bei allen Tieren und linken gleich einem Adler, bei allen Tieren. Also da haben wir die verschiedenen Gesichter von diesen Cherubim-Gestalten, die Gottes Thron tragen. Und darauf wird Gott gesehen, wo sitzt wie ein Mensch. Das ist im Vers 26 vom gleichen Kapitel. Also Jesus Christus wird gewissermaßen alttestamentlich schon gesehen, auf dem Thron sitzend und dreht von diesen Gestalten mit diesen vier Gesichtern. Und da können wir sehr schnell die Verbindung machen zu den vier Evangelien. Das Gesicht von einem Löwe, einem König der Tiere, entspricht natürlich dem Thema vom Matthäus-Evangelium. Siehe dein König. Dann das Gesicht von einem Mensch entspricht sehr schön dem Lukas-Evangelium. Siehe ein Mann, er wird aufsprossen. Dann das Gesicht von einem Stier, oder wahrscheinlich in anderen Übersetzungen steht auch Ochse, stimmt's? Ja. Hebräisch Schor kann Ochs oder Stier heißen, zum Beispiel in 5. Mose 22, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Das ist auch Schor, das gleiche Wort. Also das ist das der arbeitende Stier, den tut man kastrieren, das ist ein Ochs. Also das eines Ochsenangesicht passt wunderbar zum Markus-Evangelium, denn dort wird der Herr Jesus beschrieben als der Diener, als der Knecht. Und weiter haben wir eines Adlers Angesicht. Ich habe gerade in der Sommerferien Steinadler gesehen, im Wallis kreisen, ganz in der Höhe, bis unwahrscheinlich erhabens. Hoch über 3000 Meter Höhe kreisen über den Alpen. Da sieht man die Verbindung sehr schön zum Johannesevangelium, zu dem, wo vom Himmel her auf die Welt gekommen ist, Gott selber, der Sohn, der ewige Sohn Gottes. Und dann finden wir aber die vier Aspekte von Messias noch in diversen anderen Hinsichten im Alten Testament. Zum Beispiel in den vier Farben in der Stiftshütte und dann auch später im Tempel beim Scheidevorhang. Nämlich Karmesin, Byssus, Purpur, also roter Purpur ist da gemeint, und blauer Purpur. Wenn wir hinten anfangen, blauer Purpur hat die fast eine violette Tongebung, die sehr schön der Farbe vom Himmel im Orient entspricht. Das passt gut zum Johannesevangelium. Gott selber, der vom Himmel her gekommen ist in die Welt. Dann, also aus didaktischen Gründen, wenn ich ein bisschen springe, ich tue es vom Einfacheren zum Schwierigeren vordringen. Byssus bei Markus, das ist ganzes reines Weiss.
Und das passt sehr gut zu dem reinen, sündlosen, vollkommenen Diener. Während dann der rote Purpur sehr gut zum Lukas passt. Denn Lukas beschreibt den Jesus als Mensch und damit auch als der Sohn des Menschen. Der Titel Menschensohn ist ganz speziell ein Titel von Messias nach Daniel 7, Vers 12. Für den Messias, der wird herrschen über alle Völker, über die ganze Welt. Und der Lukas beschreibt den Jesus als der wahre Mensch, der zurückgeht bis auf Adam. Er allein gibt das Geschlechtsregister zurück bis zum Adam. Und sagt, dass der Menschensohn, der von einer Jungfrau geboren worden ist, darum ist er nicht der Sohn der Menschen, wie wir sind. Wir haben immer ein älteres Paar. Er ist der Sohn des Menschen in Einzahl und das bedeutet, er stammt nur von einem älteren Paar ab. Und als solcher hat er die Autorität und das Recht, über die ganze Welt zu herrschen. Und das ist der rote Purpur, das Königskleid. Ganz ähnlich ist aber Karmesin für Matthäus. Karmesin ist auch ein Rot, allerdings entspricht der Farbe vom arteriellen menschliche Blut, ist auch eine Kleiderfarbe, wo nur hochstehende Leute im Altertum getragen haben. Wenn man mit einer Konkordanz mal nachgeht, Karmesin und rotem Purpur, dann findet man das Karmesin an Haufen Stellen, speziell in Verbindung mit Israeliten. Und der rote Purpur, da findet man besonders viele Stellen in Verbindung mit nicht-jüdischen Herrschern. Und so passt natürlich der Karmesin ganz speziell für den König von Israel. Das ist Betonung im Matthäus. Während eben der rote Purpur gut passt für den Messias, für alle Völker. Dann können wir auch noch gerade eine Verbindung machen. Und da gibt es gerade mal einen Abschnitt für Fragen. Nach der Einleitung. Dann finden wir die vier blutigen Opfer im Alten Testament, das haben wir ja letztes Jahr an einem Bibelstudietag durchgenommen. Die vier verschiedenen Typen. Brandopfer, Sünd, und Schuldopfer und das Friedensopfer. Beim Brandopfer in 3. Mose 1 finden wir ein Opfer, das zur Herrlichkeit von Gott war. Aufgestiegen ist zum Wohlgefallen vor Gott. Und das passt ganz speziell zum Johannesevangelium, denn wir werden noch sehen, dort geht es immer darum, dass Gottes Sohn in die Welt gekommen ist, um den Vater zu verherrlichen. Und das Brandopfer war zur Herrlichkeit von Gott. Dann ein Sünd- und Schuldopfer, das können wir gut mit Matthäus und Markus in Verbindung bringen. Und zwar Schuldopfer mit Matthäus. Beim Schuldopfer ist es so gewesen, wenn man also jemandem, sagen wir, 2000 Schekel gestohlen hat, dann ist ja das eine Sünde gegen Gott. Aber es ist auch eine Sünde gegen einen Mensch. Und es ist damit auch ein Schaden entstanden. Also die Sünde, stehlen ist objektive Sünde vor Gott, aber die Sünde bewirkt einen Schaden. Und beim Schuldopfer hat man müssen ein Opfer bringen für die Sünde, die man begangen hat. Und dann hat zum Opfer dazu gehört, dass man die 2000 Schekel zurückgibt und 20% dazu. Also man hat müssen wieder gut machen und zwar darüber aus. Und es geht also um die Frage von der Schuld. Und nur im Matthäusevangelium ruft die aufgebrachte Volksmenge in Jerusalem zum Pilatus: Sein Blut komm über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, Konsequenzen von unserer Tat auf uns zu nehmen. Das, was es auswirkt. Die Schuld davon. Aber wir wissen, dass es ja ganz unmöglich war. Und darum zeigt eigentlich der Matthäus in der Beschreibung vom Opfertod, dass Christus sogar gestorben ist für die Schuld von Israel. Gut zu machen und wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist ja wunderbar, der letzte Vers vom Prophet Joel
wo das messianische Reich in der Zukunft beschrieben wird, heisst es von Gott, er werde Israel, er werde Juda reinigen von dem Blute, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Also die Blutschuld wird durch Opfer Christi selber auch wieder gut gemacht werden. Dann haben wir aber das Opfer für die Sünde aus 3. Mose 4, das passt gut zum Markus. Dort ist die Betonung weniger auf der Auswirkung als vielmehr auf der Quelle. Denn es ist das böse Wesen im Mensch, wo die Ursache ist, dass wir Sünden tun. Und so ist der Herr Jesus nicht nur gestorben für die Sünde objektiv, die wir begangen haben, sondern ist gestorben für das, was wir in uns selber sind. In unserer menschlichen Verdorbenheit. Und die Verdorbenheit kommt in Markus so zum Ausdruck. Es wird von Anfang an gezeigt, wie er dient hat. Und am Schluss wird dafür gekreuzigt. Also die Bosheit vom Mensch wird so offensichtlich im Markus-Evangelium. Da kommt jemand, tut nur Gutes, macht alles wohl und nachher wird er dafür auf die grausamste Art, die es gibt, umgebracht. Aber der Markus beschreibt mit seiner Opferbeschreibung von Christus am Kreuz, er ist auch gerade für das Problem gestorben. Und dann bleibt noch das Lukas-Evangelium, das Dank- und Friedensopfer. 3. Mose, in 3. Mose 3 und 7 haben wir das. Das ist ein Gemeinschaftsopfer gewesen. Also wenn man halt wollte Gemeinschaft haben mit anderen im Tempel, hat man können ein Friedensopfer bringen. Da hat man einen Teil davon für Gott verbrannt und einen Teil hat man dafür essen und mit den Eingeladenen teilen. Dann also Menschen untereinander Gemeinschaft. Und wir werden noch sehen, denn bisher ist jetzt alles nur Behauptung gewesen. Das werden wir jetzt alles noch dann abstützen aus dem Bibeltext selber. Im Lukas-Evangelium finden wir am meisten Beschreibungen von Psyche vom Herrn Jesus. Mit Menschen. Und er eingeladen ist. Und er mit Menschen zusammen ist. Und das passt also sehr gut zum Lukas-Evangelium. Der Aspekt von der Gemeinschaft. Zum Beispiel nur in Lukas haben wir die Geschichte mit dem Zachäus. Wo der Herr Jesus sagt zu dem Oberzöllner, heute muss ich zu dir heimkommen. Und nachher kann er sagen, dieser Familie, dem Haus ist heil widerfahren. Das ist das Friedensopfer. Und auch nur im Lukas finden wir, wie der Herr Jesus zu einem von den gehängten Verbrechern sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also Gemeinschaft, das Gemeinschaftsopfer, das Friedensopfer. Gut. Ja, gern. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit haben für Fragen noch. Wie ist das im Volk? Wie denkt der Mose, kann ich mit euch? Ja, also in 3. Mose 5, Vers 5 wird der gleiche Ausdruck Schuldopfer effektiv auch verbraucht für ein Sündopfer, aber weil das besonders darum geht, um ganz konkrete Verschuldigungen, also ganz bestimmte Taten, die da als Schuld bezeichnet werden. Aber man sieht dann, es wird in einen anderen Typ unterschieden. Erst ab 3. Mose 5, Vers 14. Und dort geht es darum, dass man dann hat müssen bei Wiedergutmachung auch noch dazufügen. Und diese Opfer werden dann jedes Mal auch Schuldopfer genannt. Das zeigt aber, dass die beiden Opfertypen sehr grosse Nähe haben. Eben, dass sogar in gewissen Fällen kann sogar Sündopfer als Schuldopfer bezeichnet werden. Aber trotzdem können wir sehr klar zwei Opfertypen in Verbindung mit Sünd unterscheiden.
Also eins, wo es einfach darum geht, dass die Sünde bekannt wird und ein Opfer gebracht wird. Das ist das eine, wo normalerweise Sündopfer genannt wird. Im Ausnahmefall auch Schuldopfer. Und dann der andere Typ, wo eindeutig Schuldopfer genannt wird, das ist ein Opfer, wo man hat müssen, etwas wieder erstatten. Also man kann sagen, von der Begrifflichkeit im Alten Testament werden die beiden Opfer manchmal überschnitten gebraucht. Und trotzdem kann man also von der Gesetzgebung im Alten Testament ganz klar die zwei Opfertypen unterscheiden. Ist das genug klar so? Ja, die Überraschung ist die, dass effektiv das Wort Schuldopfer auch fürs andere Opfer kann gebraucht werden, je nachdem. Aber zum Beispiel im Psalm 40 werden beide Opfertypen zusammengefasst als Opfer für die Sünde. Das ist auch Schuldopfer, wird dort Sündopfer genannt. Also die werden effektiv, in beide Richtungen werden sie von dem Begriff überschnitten und trotzdem sieht man, es gibt zwei verschiedene Typen. Also im Fall von Diebstahl hat man ein ganz bestimmtes Opfer gebracht und im Fall von, sagen wir, irgendein Vergehen, wo zwischen dem Mensch und Gott ist, hat man das andere, den anderen Typ von Opfer für die Sünde gebracht. Also man muss weniger kleben am Ausdruck selber, als vielmehr an den beiden Typen, wie sie im Gesetz unterschieden werden. Ja, das ist nochmal eine Frage. Jawohl, genau das ist das, was ich auch würde sagen, das eine hat mehr Bezug auf die Auswirkung von der Sünde und das andere mehr auf die Quelle von der Sünde. Wo hat die Anmerkung gestanden, die Profit-Anmerkung? Bei 5. Mose 5, Vers 5, das ist ein Wort. Ja, sind noch weitere Fragen? Ja, gut, ich meine, von den Ausdrücken im Hebräischen ist es, Sündopfer heisst Chatat, das ist das gleiche Wort wie Sünd. Also bestimmte Tatsünd. Aber das Opfer heisst einfach Sünd. Und weil es gewissermaßen einfach, das Böse an sich wird dort gut gemacht. Und das mit Schuldopfer, wo es eben um eine Wiedergutmachung geht, das meint eine Schuld, die gegenüber jemand anderem besteht. Also das Wort heisst einfach Schuld. Nicht mal Schuldopfer, sondern Schuld. Das eine Opfer heisst Sünde und das andere heisst Schuld. Aber wie gesagt, wird manchmal von der Begrifflichkeit wird's überschnitten gebraucht, aber es sind doch zwei verschiedene Opfer, wo man kann unterscheiden. Das eine geht eben um Sühnung und das andere um Wiedergutmachung. Also das hilft. Ja? Ja, das ist eine sehr schwierige Stelle, aus dem Grund, weil die Doppeldeutigkeit in dem Wort Chatat drin steht. Also haben gewisse schon gedacht, die Sünde lagert vor der Tür, beim Kain. Das bedeutet, ein Sündopfer wartet jetzt dann, dass es kann gut machen, was du jetzt dann möchtest tun. Das ist aber keine gute Erklärung dort für die Stelle, und zwar aus folgendem Grund. Könnt ihr schnell aufschlagen, 1. Mose 4, Vers 7. Ist es nicht so, dass es sich erhebt, also das Angesicht, wenn du wohl tust, und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Auf Hebräisch ist da in der Grammatik eine Anomalie, sagt man dem. Also etwas, wo eigentlich gegen die Grammatik verstoßt, die normale. Weil Chatat ist eigentlich ein weibliches Wort. Auf Hebräisch auch, die Sünde. Aber das Verb lagern ist männlich.
Rovets und wird speziell zum Beispiel gebraucht für das Lagern von einem Leuch. Und dass also plötzlich da ein Wort, das normalerweise ein weibliches Geschlecht hat in der hebräischen Grammatik, plötzlich so verwendet wird, wie es mit männlichem Geschlecht, darum ist das Wort Lagern ist ein Partizip, männlich, das macht deutlich, es geht da ums Bild von einem Leuch. Quasi das Böse wird dargestellt wie ein Leu, wo da nur noch wartet, bis er kann, der Kain zwischen Pranken nehmen. Und das ist genau der Sinn, wenn Gott sagt, weiter, und nach dir wird sein, es ist nicht mehr männlich, sein Verlangen sein, das bezieht sich zurück auf Sünde, wo da effektiv männlich verwendet wird. Sünde wird nach dir verlangen, du aber, anstatt wirst, kann man auch übersetzen, sollst über ihn herrschen. Das heisst, der Kain wird bedroht, Sünd möchte ihn quasi bedrängen zwischen Pranken nehmen, aber der Kain, er soll über Sünd herrschen. Also Gott warnt ihn wirklich, pass auf, was du machst, du darfst dich nicht von dem Bläu in Pranken nehmen lassen. Und das hat er nicht befolgt. Und darum ist es dann zum Brudermord gekommen. Also das ist eine ganz besonders interessante Stelle von der Grammatik her, die darauf hinweist, es ist nicht das Sündopfer gemeint. Noch andere Fragen? Zum bisherigen? Nicht? Dann können wir vielleicht noch den letzten Punkt abschliessen von der Einleitung, dass wir dann nach der Pause, jetzt machen wir eine 10 Minuten Pause, könnten die vier Evangelien einmal ein bisschen genauer anschauen, um das zu beweisen, was bisher behauptet worden ist. Es fällt auf beim Lesen, dass drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, besonders viel gemeinsame Berichte haben. Und wegen dem nennt man die synoptische Evangelien. Während das Johannes-Evangelium sehr für sich auf der Seite steht, mit sehr viel Stoff, wo man gar nicht findet in den anderen Evangelien. Das hängt übrigens auch mit dem zusammen, dass die drei ersten besonders den Dienst vom Herrn Jesus in Galiläa beschreiben, während der Johannes sehr stark seinen Dienst beschreibt in Judäa. Also auch da ganz ein deutlicher Unterschied im Blickwinkel. Und wegen dem nennt man die drei ersten die synoptischen Evangelien. Synoptisch heisst, aus der gleichen Optik schauen, also aus dem gleichen Gesichtswinkel schauen. Und so haben wir also eine Einteilung mit den Evangelien nicht nur in 2 und 2, sondern auch in 3 plus 1. Wir haben ja aus 5. Mose 19, Vers 15 gesehen, vor Gericht müssen 2 oder 3 Zeugen auftreten für eine Sache. Also 2 ist Minimum, besser wäre 3. Und so haben wir in den Evangelien 3 Zeugen, die auftreten. Aber Gott gibt uns noch einen dazu. Um auch da noch mal betonen, es soll ein ganz besonders glaubwürdiges Zeugnis geben. Ich begnüge mich nicht einmal mit der erwünschenswerten Zahl 3, sondern gebe noch mal einen dazu. Also 2 mal 2 oder 3 plus 1. Ja, dann würde ich sagen, machen wir 10 Minuten Pause. Geht weiter über seinen Sohn, den Salomo, wo die Thronfolger war, durch die ganze Königslinie von Juda und aber bis auf den Josef, den Pflegvater von Jesus von Nazareth. Wir haben also die königliche Linie und das finden wir in keinem anderen Evangelium. Und so wollte Matthäus zeigen, Jesus Christus hat juristisch den Anspruch auf Königslinie. Aufs königliche Geschlechtsregister. Also, das wird gerade am Anfang präsentiert. Und er wird genannt Jesus Christus, der Sohn Davids.
wer war das erste Mal der Sohn Davids in der Königslinie? Das Geschlechtsregister sagt Salomo, der grösste Herrscher von Israel je. Aber jetzt wird da der Messias beschrieben als der Sohn Davids, das heisst der grosse Salomo, wo nicht nur ein Friedensreich wird haben, wo geht bis an Euphrat, wie beim Salomo, wo das Reich Israel die grösste Ausdehnung hat, wo je, sondern über die ganze Welt schlussendlich. Also, das ist wichtig. Und da kommt aber dazu, es ist auch eindrücklich, dass es Geschlechtsregister über den Josef geht. Weil nach Jeremia 22, letzter Abschnitt, ist der letzte König, der Jekonia, wo da in Vers 11 erwähnt wird, ist verflucht worden. Und Gott hat gesagt, kein Nachkommen von dir wird je auf dem Thron sitzen und herrschen. Das heisst, wer vom Samen vom Jekonia abstammt, hat, der hat nie König werden. Das heisst, der Josef hätte, obwohl er Sohn Davids war, durch die Königslinie, nie König werden können. Der Fluch war auf ihm. Aber dadurch, dass der Josef Maria geheiratet hat, die liebliche Mutter Jesu, hat Jesus Christus juristisch, weil der Josef eben als Mann von der Maria der juristisch gesetzliche Pflegevater war, hat er sein Geschlechtsregister bekommen. Und damit die Königslinie, ist aber kein lieblicher Nachkommen von Jekonia. Und darum beschreibt nachher der Matthäus auch ganz deutlich, dass das Geburt Jesu ist eine Jungfrauengeburt gsi und hat damit Jesaja 7, Vers 14 erfüllt. Aber er hat Anrecht auf das Geschlechtsregister, darum darf er König sein. Ja. Jeremia 22, letzten Abschnitt, gibst du gerade den Vers an. Vers? Ja, 24 bis 30. Gut. Nicht wahr, wir werden noch sehen im Lukas-Evangelium, wo wir das Geschlechtsregister von der Maria haben. Der Herr Jesus war ein Nachkommen von David. Auch körperlich, biologisch. Durch Maria. Aber die Linie hat sich vom David an abgetrennt. Von der Linie vom Josef. Der Josef ist also über die Königslinie, Salomo und so weiter gegangen. Die Maria ist über einen Bruder vom Salomo, über den Nathan gelaufen. Also die Linie hat keinen Anspruch ergeben auf den Thron. Aber dadurch, dass die beiden sich geheiratet haben, ist beides zusammengekommen. Jesus Christus ist lieblich Nachkommen vom König David. Und juristisch hat er Königslinie in Anspruch genommen. So eröffnet also der Matthäus sein Evangelium, um dem jüdischen Volk zu zeigen, Jesus von Nazareth, der Rabbi aus Galiläa, hat einzig Anrecht auf den Thron Israels. Und der Titel Sohn Davids, Ben David, das ist ja in der rabbinischen Literatur ein Titel vom Messias, kommt am meisten davor in Matthäus, und zwar 8-mal. Und auch der Ausdruck, das Reich der Himmel, kommt 32-mal in Matthäus vor, das ist nur im Matthäus-Evangelium zu finden, der Ausdruck. Reich übrigens wörtlich Königreich im Griechischen. Also das Wort König steckt drin. Ist ein typisch jüdischer Ausdruck für das Reich vom Messias. Malchut Shemayim. Unter dem Ausdruck Königreich der Himmel hat man das Reich vom Messias erwartet. Und Shemayim ist nichts anderes als ein Deckname oder ein Ersatzname, besser gesagt, für den unaussprechlichen Namen von Gott. Yahweh. Im Judentum hat man ja schon in alttestamentlicher Zeit angefangen, den Namen zu vermeiden, nicht mehr auszusprechen. Aus Ehrfurcht, um den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Der Name Yahweh. Nur am grossen Versöhnungstag ist der Name vom Hohen Priester 10-mal ausgesprochen worden, im Verlauf von allen Ritualen. Aber dann haben die Rabbiner Ersatznamen gesucht für den Namen von Gott, zum Beispiel Adonai, Herr. Und ein Haufen andere
nehmen, unter anderem auch Shamayim, Himmel. Und darum, auch wenn sogar im Deutschen, wenn man sagt, das ist ein Geschenk vom Himmel, heisst das nichts anderes, es ist ein Geschenk von Yahweh. Das ist der Deckname, der Ersatzname für Gott. Also Reich der Himmel ist das Reich Yahwehs. Und dann haben wir ja nach dem ersten Kapitel in Matthäus, kommen die Magier aus dem Morgenland und was ist ihre Frage, wo sie stehen in Jerusalem? Kapitel 2, Vers 2. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das findet man in keinem anderen Evangelium, die Geschichte. Nur in Matthäus kommen die Heiden kommen fragen, wo ist der König, der verheißene Messias? Und so kann man also durchgehen durch das Matthäus-Evangelium. Immer der Aspekt wird besonders herausgestrichen. Jesus ist der König, der verheißene Messias. Und darum werden auch am meisten Zitate aus dem Alten Testament zitiert in dem Evangelium. Und da kommt dazu, der Matthäus war ja ein Zöllner gewesen. Das wird beschrieben in Matthäus 9, 9 bis 13. Das heisst, er ist ein König, er ist ein Diener gewesen vom höchsten König, was es gegeben hat damals. Von dem König der Könige. Der Kaiser in Rom. Damit war er natürlich auch ein Landesverräter gewesen, ein Verräter von seiner eigenen Nation, denn er hat Steuern eingetrieben für die Fremdherrscher aus Rom. Aber ihm ist offensichtlich so wichtig gewesen, dass er kann da so eine Position haben, wo er ein Diener ist, direkt vom höchsten König. Aber dann lesen wir in Matthäus 9, wie der Herr Jesus aus dem Zollhaus vorbeikommt und sagt, Lech Acharei, komm mir nach. Das ist nämlich übrigens der rabbinische Spezialausdruck, wenn man Studenten gesammelt hat. Also Schüler, Jünger. Dann hat man, nur der Rabbiner hat das dürfen sagen. Lech Acharei. Komm mir nach. Und der Matthäus verlässt das Zollhaus, folgt ihm nach. Und er fängt an zu realisieren, das ist der höchste König. Das ist der König, der auch höher ist als der König der Könige in Rom. Und gewissermaßen kommt sein Leben eine totale Wende über, durch das, dass er sieht, wer der wahre von Gott am höchsten gewürdigte König ist und folgt ihm nach. Und er lädt dann sofort einen Haufen Kollegen ein, Zöllner und Sünder, zusammen mit dem Jesus, mit dem Messias, den er gefunden hat, um ihnen auch können, den grossen König wichtig zu machen. Und so kann man sagen, das Matthäus-Evangelium ist eigentlich geschrieben, um den Menschen zu sagen, schaut mal, wie wunderbar, wie grossartig, wie majestätisch ist Jesus Christus, der König der Könige, der verheißene Messias. Er hat Autorität übernommen in meinem Leben und ich bin ihm nachgefolgt und das möchte ich, dass er das auch in eurem Leben tut. Das ist gewissermaßen die persönliche Botschaft vom Matthäus-Evangelium an jeden Einzelnen von uns. Und dann kann man vielleicht noch etwas sagen über den Aufbau vom Matthäus-Evangelium. Wir haben eigentlich eine Kreisstruktur. Das Buch fängt ja an mit dem, Jesus Christus ist der Sohn Davids und der Sohn vom Abraham. Da kommt das Geschlechtsregister. Dann sehen wir den Sohn Davids, in erster Linie ist mal der Salomo. Und der Sohn Abrahams, nach Vers 2, ist der Isaak, der geliebte Sohn, wo dargebracht worden ist auf dem Berg Moria. Also können wir sagen, das Matthäus-Evangelium präsentiert den grossen Salomo und den grossen Isaak. Und das entspricht der zweite Teil vom Matthäus-Evangelium. Der erste Teil geht von Kapitel 1 bis 12. Der König von Israel kommt und bietet Israel das Königreich an. Das Reich, der Himmel ist nahe gekommen. Aber Israel verwirft ihn. Und in Kapitel 12 sehen wir, wie sogar führende Leute aus dem jüdischen Volk sagen,
Die Wunderwerk, die er macht, das macht er durch Satan. Und dann kommt die Wende ab Kapitel 13 in der Gleichnis, wie das schon andeutet. Jesus Christus geht jetzt zu den Heidenvölkern. Der Same wird ausgestreut auf das vielfältige Ackerfeld. Das wird auch erklärt in Matthäus 13. Der Acker bedeutet die Welt. Das heisst, die Botschaft vom Wort Gottes, von dem guten Samen, geht jetzt aus zu den anderen Völkern. Und das ist doch der grosse Sohn Isaaks. Wo der Isaak dargebracht worden ist auf Moria, hat Gott ihm versprochen, weil du auf mich gelesen hast, wird in deiner Nachkommenschaft werden alle Nationen gesegnet werden. 1. Mose 22, Vers 7. 10. Vers 7, 10. Das heisst, der wahre Isaak, das ist der Segen für alle Völker. 22, Vers 18, Entschuldigung. Der Segen für alle Völker, der wahre Isaak. Und das wird gezeigt im zweiten Teil vom Matthäus-Evangelium, wo dann auch Kreuzigung der Höhepunkt ist von dem Teil. Und jetzt schauen wir mal schnell, wie das Matthäus-Evangelium endet. Der Auferstandene begegnet den Jünger und sagt, ich kann überlesen, Vers 18. Also, da der große Samo, wo Autorität hat, Königsgewalt hat, nicht nur über Groß-Israel wie sein Euphrat, sondern über die ganze Erde. Und nicht nur über die ganze Erde, sondern im Himmel und auf der Erde. Und dann kommt Vers 19, der Sohn Abrahams, der Segen für alle Völker. Also da haben wir den Auftrag, alle Nationen zu Jünger zu machen. Dass alle in den Segen kommen von dem Opfer auf Golgatha. Das ist der grosse Sohn Abrahams, der sein Leben gegeben hat, um ein Segen zu sein für alle Völker. Und so schließt sich als effektives Matthäus-Evangelium wie einen Kreis ab. Bis dahin, sind bis dahin ein bisschen Fragen. Malchut Shamayim, das. Shamayim heisst Himmel. Malchut, Königreich. Gut, dann gehen wir. Oder hast du noch weitere Fragen? Jawohl. Das ist also zählungsweise von Matthäus ist so, dass er bei einem neuen Abschnitt tut er wieder neu zählen, die gleiche Person nochmal ein ist. Also man muss sich der Zählweise anpassen, wo er verwendet. Und da kommt dazu, gerade was Zählen anbetrifft, das ist von Volk zu Volk sehr verschieden. Zum Beispiel, wenn man zum Doktor geht, in zwei Wochen, dann ist das bei den Deutschschweizer sind das 14 Tage und die Franzosen meinen, es sind 15. Oder? Auf Französisch sagt man dans 15 jours und meint genau das Gleiche, wenn man das muss übersetzen auf Deutsch, dann darf man nicht schreiben in 15 Tagen, sondern in 14 Tagen. Das ist einfach, weil die Franzosen den ersten Tag mitzählen und die Deutschschweizer fangen erst beim nächsten Tag an zu zählen. Und das ist übrigens auch das gleiche Problem mit, an welchem Tag ist Jesus Christus auferstanden? Was ist gemeint, in 3 Tagen werde ich auferstehen? Was ist damit gemeint? Muss man heute mitzählen oder erst am nächsten Tag? Da kommen einige Probleme dann manchmal zum Vorschein. Gut, noch etwas? Ja, wir müssen doch ein bisschen vorwärts kommen. Also, Markus.
In Markus ist auffällig, dass es so kurz ist und vieles weggelassen ist, was man bei den anderen Evangelien findet. Es gibt nur 7% vom Text, wo nur im Markus-Evangelium vorkommt. 93% findet man auch in den anderen Evangelien. Und darum wird von vielen Bibellesern das Markus-Evangelium völlig zu Unrecht vernachlässigt. Man meint, das braucht es ja gar nicht. Aber wir werden sehen, wieso das sehr nötig ist. Aber wichtig ist beim Markus-Evangelium, sehr wichtig ist, was er nicht erzählt. Also er schreibt zum Beispiel kein Geschlechtsregister. Er beschreibt keine Geburtsgeschichte. Sondern er fängt eigentlich nach einer kurzen Einleitung gerade an mit dem Dienst und dem Wirken vom Herrn Jesus in Israel. Das ist ja auch nicht wichtig für einen Arbeiter, dass er irgendwie ein königliches Geschlechtsregister hat. Was nützt einem, wenn man königliche Abstammung hat und ein blaues Blut hat und dabei nicht arbeiten kann? Foolish. Das ist nicht wichtig, die Abstammung, sondern wichtig ist, ob jemand anpacken kann. Und so betont also der Markus nicht die königliche Abstammung vom David und der Königslinie und so weiter, sondern er betont, was Jesus Christus tut und was er da hat. Weiter ist es im Markus-Evangelium so, dass am wenigsten Wort Jesu vorkommt. Am wenigsten Bibelvers. Ich habe das extra mal ausgezählt. Und bin gekommen, im Matthäus-Evangelium ist 60% der Bibelvers sind Worte Jesu. Lukas 50, Markus nur 42 und Johannes 50%. Also objektiv kann man sagen, im Markus-Evangelium redet der Herr Jesus am wenigsten. Und das ist ja auch so, bei einem Arbeiter in einer Fabrik oder wo auch immer, ist es ja nicht wichtig, dass er viel reden kann. Oder? Die hat man weniger gern, die wollen auch reden. Sondern man muss etwas tun. Und so betont also der Markus die Taten Jesu. Und so kann man tatsächlich sagen, der Schlüsselvers im Markus-Evangelium, den finden wir in Markus 7, in einer Geschichte, die nur in Markus vorkommt. Und das ist etwas sehr Besonderes. Nur 7% ist ja exklusiv. Kann jemand uns Markus 7, Vers 37 vorlesen? Er hat alles wohl gemacht. Er machte wohl die Augen hören, als auch die Zungen reden. Also man kann als Schlüsselvers sagen, er hat alles wohl gemacht. Das ist die Botschaft vom Markus Evangelium. Der Knecht, der unermüdlich dient, nicht so viel redet, aber handelt. Das sagt man auch bei der UNO zum Beispiel. Die sollten weniger reden, mehr handeln, oder? Aber der Markus zeigt, der Herr Jesus ist wirklich ein Mensch gewesen, der hat nicht einfach geredet. Natürlich hat er geredet. Aber er hat auch gehandelt. Er hat alles wohl gemacht. Dann ist es auffällig, in Markus heisst dauernd und. Es ist die grösste Dichte vom Gebrauch und im ganz Neuen Testament. Hat das also statistisch nachgeschaut für das ganze Neue Testament. Es gibt kein einziges Buch im Neuen Testament, wo so dicht das Wort und statistisch vorkommt. Übrigens, weit über 1000 Mal in diesen 16 Kapiteln. Das ist natürlich kein Beispiel für deutschen Aufsatz. Aber der Markus hat ja nicht Deutsch geschrieben, sondern Griechisch, und zwar ein sehr stark hebräisch gefärbtes Griechisch. Also, drum, und das ist eben, das ist gut für Hebräisch und. Für klassisches Hebräisch. Ja, und das zeigt uns aber eigentlich, dass und,
das unermüdliche Dienen von Jesus Christus. Er geht von einem Punkt zum anderen. Auch die Wörter alsbald im Griechischen Euteos und Euthys kommen etwa 40 Mal vor. Das heißt, er geht von einem Ort zum anderen und dann heißt plötzlich alsbald. Früh morgens, als es noch sehr dunkel war. Das alsbald drückt dann aus die Spontaneität zum Dienen. Sofort bereit, sofort dabei. Und ganz eindrücklich ist im ersten Kapitel, Vers 21 bis 34, das ist einzigartig, beschrieben den ganzen Tagesablauf vom Herrn Jesus. Und zwar geht es, bis es Abend ist und schon dunkel ist, er dient immer noch. Und dann kommt der nächste Tag, Vers 35, früh morgen, wo es noch dunkel ist, geht er raus und beten, um nachher wieder zu dienen. Das ist nur im Markus-Evangelium, wo so eine Eröffnung ist mit einem unermüdlichen Tagesablauf. Und dann finden wir etwas ganz Eigenartiges nur im Markus-Evangelium. Wird nach der Himmelfahrt auch das Sitzen zu Rechten auf dem Thron Gottes beschrieben. Kapitel 16, 19 bis 20. Nur da, kein anderes Evangelium. Da könnte man denken, aber das passt ja gerade nicht, der Diener, der auf dem Thron sitzt. Aber wir müssen denken an Matthäus 23, Vers 12. Der Herr Jesus sagt, wer sich selber erniedriget, der wird erhöht werden. Und darum zeigt Markus, der Diener, der sich selber erniedrigt hat, bis zum Tod, aber von Gott erhöht worden ist auf den Thron. Und was macht er dort? Ausruhen. Dort heisst, dass er weiter dient und den Jünger auf der Erde Kraft gibt. Vers 20 heisst nämlich, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Also er sitzt auf dem Thron als erhöhter Diener, aber wirkt weiter. Wirkt weiter. Das ist übrigens ein internes Argument auch für die Echtheit vom Markus-Schluss, wo ja oft angezweifelt worden ist, weil ein gewisses Manuskript nicht vorhanden ist. Also intern, das ist von der Struktur her vom Markus-Evangelium ist das genau die Pointe. Dann ist ja Folgendes zu sagen, der Johannes Markus, wie er mit vollem Namen heisst, Apostelgeschichte 12, Vers 12, wird von Petrus genannt, in 1. Petrus 5, Vers 13, Sohn. Das heisst, er hat eine ganz spezielle geistliche Beziehung gehabt zum Petrus. Darum muss er auch von ihm sehr viel Material gehabt haben für das Evangelium. Und nach der Überlieferung hat auch der Petrus ganz speziell sein Gutachten gegeben für das Markus-Evangelium. Das ist sehr wichtig im Blick auf die Frage, welche Bücher gehören zum Kanon vom Neuen Testament. Die alte Kirche hat Wert darauf gelegt, will ja nach Epheser 2, Vers 20, die Kirche, die Gemeinde, auf die Grundlage, wo der Apostel und Propheten gebaut worden ist, haben die Bibelschreiber, um akzeptiert zu werden, haben sie müssen Apostel sein oder Sennig, die von den Aposteln bestätigt sind. Und so hat also der Markus die spezielle Bestätigung gehabt, vor allem durch den Petrus. Und darum hat man das Markus-Evangelium auch können akzeptieren, als zur Schrift gehörend. Von ihm heisst es, dass er auf der ersten Missionsreise mit dem Apostel Paulus mitgegangen ist, Apostelgeschichte 13. Aber nachher, wo sie durch die rauen Gegenden in die Türkei gegangen sind, hat er plötzlich aufgegeben und ist weggegangen. Alle Stellen sind drauf angegeben auf dem Blatt. Nachher, bei der zweiten Missionsreise, hätte der Barnabas ihn wieder mitnehmen. Und Paulus ist ganz massiv dagegen gewesen. Die beiden haben miteinander Streit bekommen, Paulus und Barnabas. Zwei Diener von Gott. Und
es ist bis zu einer Erbitterung gekommen, dann sie sich trennt. Ganz massiv, oder? Wenn man denkt. Sie haben nicht mehr zusammen arbeiten können. Der Barnabas hat dann den Markus genommen und der Paulus hat den Silas genommen und so sind sie auf Missionsreise gegangen, jeder. Wir sind so benannt gewesen. Aber es war gut gewesen, dass man da nicht irgendwie eine Gemeindezucht ausgeübt hat. Obwohl in dieser Gemeinde sind die Brüder der Ansicht gewesen, dass der Paulus recht hat. Es heisst nämlich nur in der Apostelgeschichte 15 am Schluss, dass sie den Paulus der Gnade Gottes anbefohlen haben, die Brüder dort. Beim Barnabas heisst das nicht. Aber wir sind in einer Situation, der Barnabas, wo, oder wie ich sagen, der Barnabas war ja nicht ein Apostel wie der Paulus, hat also auch nicht die gleiche Bestätigung gehabt, die geistliche Bestätigung. Und gut, ich meine, das ist, wir müssen einfach ausgehen, so steht es, und aus dem kann man irgendwie schliessen, also beim Paulus sind sie jedenfalls dahinter gestanden, beim Barnabas könnte man sich fragen, aber sie haben ihn gar lassen. Und man merkt, dass Jahre später muss das wieder in Ordnung gekommen sein. Denn der Paulus kann in 1. Korinther 9 mit Hochachtung reden über den Barnabas, quasi auf der gleichen Stufe, und sagt, hat eigentlich nur der Barnabas und ich ein Kreisrecht, eine Frau zu haben. Als Evangelist, oder? Also er redet wieder mit Hochachtung über den Barnabas. Also manchmal braucht es eben Zeit, dass etwas kann reifen. Aber wie gesagt, der Markus ist gewissermaßen der Ausschlag für die Trennung. Der Paulus hat gefunden, so einen kann man nicht mehr mitnehmen. Der hat versagt. Und der Barnabas hat gefunden, ja, du, das ist, ich meine, man muss doch einem jungen Mann eine Chance geben. Ich kann nicht sagen, einmal und danach ist aus, oder? So hätte er können argumentieren. Aber die Bibel gibt uns eben noch einen Tipp dazu. Wir sehen, dass der Markus ein Verwandter war von Barnabas. Sein Cousin oder sein Onkel war er. Und Verwandtschaftsbeziehung, das macht natürlich befangen, weil man nicht so objektiv kann sein. Aber wir sehen also, das kann auch da mit eine Rolle spielen. Aber das Wunderbare ist, und das ist ja eigentlich der langen Rede kurzer Sinn, in den späten Paulusbrief, Philemon, Kolosser, 2. Timotheus, redet Paulus mit Hochachtung über den Diener Markus und sagt von ihm im letzten Brief aus der Todeszelle in Rom, man soll den Markus zu ihm bringen, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also jemand, der im Dienst als Gläubiger versagt hat, aber eine wunderbare Wiederherstellung erfahren hat, der ist ausgewählt worden, um den vollkommenen Diener Jesus Christus zu beschreiben. Das ist das Eindrückliche. Und der Markus gibt eigentlich an, was ist das Rezept von der Kraft im Dienst. Am Schluss vom Markus-Evangelium gehen nämlich die Jünger dienen. Das findet man nur da, dem Evangelium. Und der Herr wirkt vom Himmel her mit. Das heisst, jeder Dienst, wo wir nicht wirklich direkt die Kraft von oben her überkommen, dann versagen wir. Es ist das Geheimnis von der Kraft, kann man gut illustrieren mit einem Händchen, habe leider keinen da. Mit einem Händchen kann man viel machen, man kann sogar Klavier spielen, wenn es sein muss, 10-Finger-Händchen. Aber der Händchen an sich, der kann überhaupt nichts, der ist so platterig wie nur etwas, oder? Schlapp und kraftlos. Aber wenn die Hand in den Händchen hineingeht, dann kann der Händchen wirken. Und so sind wir eigentlich alles Händchen. Und wenn der vollkommene Diener aus dem Himmel her in uns wirkt, Kraft gibt, dann können wir seinem Beispiel folgen. Und dann werden wir alles sinnige wie der Markus. Er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist das Geheimnis der Kraft. Christus in euch. Also man könnte sagen, das ist die Botschaft vom Markus. Und der Markus ist übrigens möglicherweise aus dem Stamm Levi. Denn sein Verwandter, der Barnabas, von ihm wird ausdrücklich gesagt in Apostelgeschichte 5, dass er ein Levit war. Also ein Tempeldiener. Aus dem Stamm Levi. Und so haben wir also einen Tempeldiener gewissermaßen, wo der vollkommene Diener Jesus Christus
Also wir sehen auch, die Wahl vom Schreibzeug für das bestimmte Thema ist wirklich ganz gewählt. Jetzt kommen wir noch kurz zum Lukas-Evangelium. Ich habe gesagt, das beschreibt vor allem Jesus Christus als Mensch. Und interessanterweise ist das Evangelium geschrieben worden von einem Arzt. Also einer, der speziell daraus kommt, was ein Mensch ist. Also Ärzte sollten daraus kommen, was ein Mensch ist. Menschenkenntnis auch Mitgefühl für Kranke und Arme. In Kolosser 4, Vers 14 wird der Lukas genannt, Lukas, der geliebte Arzt. Ist noch schön, dass er nicht heisst, der berühmte Arzt. Das ist ja wahrscheinlich auch gewesen. Aber es ist ja, das Wichtige ist nicht, dass wir in unserem Beruf berühmt werden, sondern dass wir treu sind. Der geliebte Arzt. Und der schreibt am meisten über die Jungfrauengeburt. Also einer, der wirklich draus kommt, oder? Wenn es um solche Fragen von Gynäkologie geht. Und er beschreibt am meisten Geschichten, wo Kranke und Arme durch Jesus Christus Mitgefühl und Hilfe erfahren. Also ist, wenn man statistisch durchgeht, die Geschichte, das ist so viel exklusives Material in Lukas. Gerade, wo es darum geht, Kranke, solche, die sozial am Rand sind, und auch Ausländer. Also er ist auch sehr interessiert an Ausländern. Wir sehen, wir können das sehr aktualisieren, das Lukas-Evangelium. Aber er war der einzige Schreiber, gewesen, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. In der Bibel. Das geht hervor aus Kolosser 4, Vers 10 bis 14. Dort werden nämlich drei Männer erwähnt, die Grüße weitergeben. Und dann heisst, diese alle sind aus der Beschneidung. Und nachher kommen nochmal drei. Und darunter ist der Lukas. Also nicht aus der Beschneidung. Das heisst, es ist ein Nicht-Jude, der erfahren hat, die Liebe vom Erlöser und sein Mitgefühl für die nicht-jüdischen Menschen. Und darum überrascht es einem nicht, warum der Lukas in seiner Geschichte speziell betont, dass das Heil durch Jesus Christus für die ganze Welt ist. Er beschreibt das Geschlechtsregister von der Maria, wo zurückgeht bis auf den Adam. Der Matthäus ist ja nur bis zum Abraham zurückgegangen. Er geht zurück bis zum Adam, um zu zeigen, Jesus Christus ist nicht nur mit dem jüdischen Volk verwandt, sondern mit allen Menschen. Und dann finden wir zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, wie die Engel sagen, Friede auf Erden, nicht Friede in Israel. Das weiter als Friede in Israel, Frieden auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Nicht den Juden ein Wohlgefallen, den Menschen. Oder er beschreibt in der Weihnachtsgeschichte den Simeon, wo im Tempel das Kind auf die Arme nimmt, der alte Simeon, und sagt, du, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen, wo du parat gemacht hast für alle Völker. Er sagt für Israel, aber auch für alle Völker. Die erste Erzählung von einer Predigt ist der ausführliche Bericht in Lukas 4, der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth. Er liest aus der Rolle von Jesaja, alle sind berührt von diesen Wort von Gnade. Und dann sagt der Herr Jesus, übrigens, wenn es um Gnade geht, im Alten Testament hat es einen Haufen Aussätzige gegeben in Israel. Aber nur der Name an der Syrer ist geheilt worden. Melisa. Und dann sagt er, er hat einen Haufen Witwen gegeben in Israel, der Königenzeit. Aber der Elia, der ist nur geschickt worden zu dieser libanesischen Witwe in Sarepta. Die haben gecheckt, was das bedeutet. Die ganze Synagoge ist verrückt worden und dann will der Berg dort abstürzen. Was? Gnade, wo Israels Grenze sprengt, das hat die Predigt bedeutet. Das haben sie nicht vertraut. Aber das beschreibt der Lukas. Ihn hat die Predigt, die so herausgefordert hat, das hat ihn ganz besonders bewegt.
Darum gehört er auch dabei. Auch dazu. Ein paar charakteristische Merkmale noch. Ausdrücke wie Freude, sich freuen etc. Man sieht da die statistischen Zahlen. Kommen eindeutig am meisten vor im Lukas-Evangelium. Und auch die Wörter Friede sehen wir ganz deutlich im Lukas-Evangelium am meisten. Rettung oder Heil, retten und so weiter. Ganz deutlich am meisten im Lukas-Evangelium. Auch Lob, loben. Tja, da haben wir genau das Friedensopfer. Das Gesetz hat in 5. Mose 27 betont, beim Friedensopferessen soll man sich nur freuen. Das ist das Opfer der Freude. Haben wir da? Es war das Friedensopfer gewesen. Am meisten Frieden, von Frieden ist die Rede im Lukas-Evangelium. Und das Wort Friedensopfer kann man auch übersetzen, nicht nur Friedensopfer, sondern auch Heilsopfer oder Rettungsopfer. Das ist genau der Ausdruck, der typisch ist für das Lukas-Evangelium. Und man hat das Friedensopfer, je nachdem auch genannt, Lobopfer oder Dankopfer. Das ist das, was typisch ist für das Lukas-Evangelium. Also eindeutig das Friedensopfer da. Dann finden wir eben Gnade und Barmherzigkeit deutlich am meisten erwähnt in dem Evangelium. Denn es geht um Gottes Erbarmen für die ganze Menschheit. Und zweimal wird nur in Lukas gesagt, Lukas 1, 78 und 7, Vers 16, dass Gott die Menschen besucht hat. Gott auf Besuch gekommen ist. Und genau da haben wir doch auch die Haufen Geschichten von persönlichen Besuch im Lukas-Evangelium. Das Opfer von der Gemeinschaft. Ein Haufen persönliche Unterredungen. Und weiter finden wir am meisten Jesus Christus beschrieben im Gebet im Lukas-Evangelium. Hat er alle 11 Stellen angegeben. Gebet ist ja der Ausdruck von Abhängigkeit. Und was der Mensch eigentlich kennzeichnen muss, der Mensch nach Gottes Gedanken ist seine Abhängigkeit von Gott. Und der Mensch, Jesus Christus, gibt uns da das vollkommene Beispiel durch seine Gebetsabhängigkeit von Gott. Der Lukas ist, sein Evangelium ist zitiert worden von Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 18. Da wird die Schrift zitiert, zuerst 5. Buch Mose, und nachher ein Zitat aus Lukas 10. Das ist eindeutig aus Lukas 10 genommen, ein Zitat. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und damit hat der Apostel Paulus das Lukas-Evangelium auf die gleiche Stufe gesetzt wie die Tora. Bücher Mose. Das heisst, der Apostel Paulus selber hat Inspiration, die göttliche Inspiration, vom Lukas-Evangelium bestätigt. Und das hat der alte Chile sehr einfach gemacht, das Lukas-Evangelium zu akzeptieren als die Schrift. Können wir 10 Minuten Überzeit machen? Oder verhungert jemand? Oder muss jemand dringend gehen? Also wenn jemand dringend ist, muss auf den Zug oder irgend so nur ungeniert rausgehen. Ich hätte da kein Hindernis müssen sein. Also, wir müssen noch zum Johannes-Evangelium kommen. Sonst kommen wir heute Nachmittag nicht durch. Das Johannes-Evangelium beschreibt also Jesus Christus speziell in seiner Gottheit. Und das wird auffällig gesehen schon in den ersten Versen. Kann jemand das lesen? 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das ist so ein eigentümlicher Anfang, einzigartig eben im Johannesevangelium. Jesus Christus wird von Anfang an genannt, das Wort.
Ich habe vorher etwas erzählt über Ersatzwörter von den Rabbinern für den unaussprechlichen Namen Yahweh. Und man nur geschrieben hat mit 4 Konsonanten J-H-W-H. Wo meint der ewige, unwandelbare. Der Gott, der in sich selber existiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Ersatzname war, den findet man vor allem in den aramäischen Übersetzungen vom Alten Testament, von den Rabbinern. Der heisst Memra Adonai. Das Wort des Herrn. Also das Wort Memra ist ein Ersatzname für Yahweh. Und so wird Jesus Christus gerade von Anfang an genannt. Im Anfang war Memra, das Wort. Und Memra war bei Gott und Memra war Gott. Wird also unterschieden, einerseits von Gott und auf der anderen Seite ist das Wort selber Gott. Also es wird deutlich gemacht, es gibt eine Mehrzahl in der Gottheit. Aber Jesus Christus ist das Wort, durch das sich Gott offenbart hat, den Menschen. Und durch ihn ist auch alles erschaffen worden. Alles war durch dasselbe. Zeugen Jehovas sagen ja, Jesus Christus ist nicht Yahweh, sondern er ist ein Engel, der erschaffen worden ist. Darum beten sie auch nicht zu ihm. Denn wir dürfen nur zu Gott beten. Ja, dann sagt man ihnen da, ja, das steht doch, das Wort war Gott. Ja, nein, da steht kein Artikel auf Griechisch, da muss man übersetzen, das Wort war in Gott. Gut, wir werden jetzt nicht über Grammatik reden, aber da wäre noch eine Nachhilfestunde wert. Aber man muss mit dem kommen, wo man eindeutig überzeugen kann. Da heisst es, alles ward durch dasselbe. Also, alles war durch dasselbe. Jesus Christus Wort hat ja alles erschaffen. Alles. Dann ist er doch selber nicht erschaffen worden. Ah, doch. Er ist die erste Schöpfung gewesen von Jehova. Und nachher hat er alles geschaffen. Das Wort alles ist eben nicht immer absolut, im absoluten Sinn alles. Und das stimmt ja. Das heißt in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Dann ist Jesus Christus ausgeschlossen. Aber der Johannes schrieb weiter, alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Er sagt mit dem nichts anders, als was man in einem amerikanischen Gerichtsfall gebracht hat als Definition für das Wort alles, the word all. Haben sie dort definiert, the word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Und so tut der Johannes definieren, was alles heißt, jetzt da in dem Zusammenhang. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Das ist eine mathematische Formulierung, oder? Zum alles ausschliessen. Und viele Bibelleser stöhnen, oh, warum schreibt der Johannes es so kompliziert? Du bist doch ein einfacher Fischer gewesen. Er schreibt so kompliziert, damit man 2000 Jahre keine Chance hat, zum Gottheit Christi können abzusprechen. Und ich habe das also erlebt mit meinem Führer für Zeugen Jehovas. Ich habe den Vers 3 gebracht. Er hätte gern gehabt, ich hätte über den Vers 2 geredet mit dem. Das Wort war in Gott. Ich habe gesagt, nein, Vers 3. Er ist gesucht in der Bibliothek. Kommentar über den Vers 3. Er hat nur über Vers 2 gefunden. Und er hat gesagt, dann müssen Sie halt den Vers rausschneiden. Nein. Aber nach 2 Stunden hat er gesagt, ich muss aufhören. Ich will aufhören mit dieser Diskussion, sonst könnte ich noch wegkommen von meinem Glauben. Und ich bin extra nicht auf Sprüche 8 eingegangen, auf das und das und das. Man kann über vieles reden und über 144.000 und so weiter. Das ist, braucht man doch gar nicht. Ist doch gleich, wenn einer meint, 144.000 meint das. Dem kann ich auch schlafen. Aber wenn es geht um Gottheit Christi, dann ist das Fundament vom Glauben angegriffen. Und das wird da klar bezeugt. Er ist der Ewige und alles ist durch ihn entstanden. Und es gibt nichts, wo nicht durch ihn entstanden ist, wo je entstanden ist. Also so fängt Johannes schon sein Evangelium an, um uns zu zeigen,
wer der Mensch Jesus Christus ist. Und in seinem Evangelium sind verschiedene Wörter ganz besonders wichtig, wie Liebe, Lieben, Geliebt. Ich sehe die Statistik, das ist typisch für Johannes. Oder Leben, als Hauptwort und als Tätigkeitswort. Oder Licht und Erleuchten. Oder Wahrheit, wahrhaftig. Das ist alles typisch für sein Evangelium. Ich komme auf das nochmal zurück. Dann Herrlichkeit verherrlichen. Das ist ein Schlüsselbegriff. Und wir haben gesehen, das ist doch das Brandopfer, das da dargestellt wird. Das Opfer, das aufgestiegen ist zur Herrlichkeit Gottes. Darum wird auch nur im Johannesevangelium nichts geredet über die Finsternis am Kreuz. Nichts, kein Wort. Das ist das Wort, das Opfer, das aufgestiegen ist zum Wohlgefallen, zur Verherrlichung von Gott. Dann beschreibt Johannes ganz speziell Gott als den Vater. 122 Mal kommt der Ausdruck Vater vor im Johannesevangelium. Und da kann man verstehen, dass er schlussendlich nach 3 Jahren eine Sehnsucht bekommen hat. In Johannes 14, dem Vorabend, sagt ein Jünger, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und da kommt die Antwort über, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er sagt auch, ihr wisst den Weg, wo ich eingegangen, ihr wisst den Weg zum Vater. Ja, was ist denn der Weg, damit wir kommen können? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Gott wird offenbart im Johannesevangelium als der Vater. Und wegen dem wird eben im Johannesevangelium ganz speziell betont, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist. Das ist ein Ausdruck, der ja nur im Johannes vorkommt. Eingeboren, das griechische Wort bedeutet da, kann den Sinn haben, der einzige Sohn, der je auf die Welt gekommen ist in einer Familie. Und dann bedeutet das Wort eingeboren auch, der einzige in seiner Art. Also, der eingeborene Sohn, das ist der einzige in seiner Art. Es gibt keinen zweiten Sohn Gottes in dem Sinn. Die Engel werden ja zum Teil genannt, die Söhne Gottes, oder im Alten Testament. Oder die Gläubigen werden genannt, Kinder Gottes. Sogar Söhne Gottes im Römerbrief. Aber im Johannesevangelium werden die Gläubigen immer nur genannt Kinder Gottes. Nie Söhne Gottes. Um ganz deutlich zu zeigen, da geht es um etwas ganz anderes. Kinder Gottes und Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, das kann man nicht auf die gleiche Stufe bringen. Und der Johannes beschreibt Jesus Christus als der ewige Sohn im Schoß vom Vater. Ich kann überlesen, 1 Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und der Vater Sohn ist, der hat mit uns gesehen. Der Sohn, der in des Vaters Schoß ist, da haben viele Bibelleser dabei sofort dank das Bild von einem Kind, das auf dem Schoß vom Vater getragen wird. Das ist so etwas sehr Schönes, die Erfahrung. Aber das geht nicht um das. Wir haben nämlich den Ausdruck, im Schoß von jemand anderem sein, haben wir noch einmal im Johannesevangelium. Und zwar in Kapitel 13. Beim letzten Passa. Da sind Polster damals beim Essen so angeordnet gewesen, dass nach römischer Sitte ja gelegen ist beim Essen, nicht gesessen, wie wir das machen. Und nach Sitte dort ist der geehrteste Gast bei einem Essen, ist auf dem Polster so angestellt worden, dass er unterhalb vom Einladenden gelegen ist auf dem Polster. Und so hätte Johannes können seinen Kopf nur ein bisschen aufmachen und dann hätte er ihn können an die Brust Jesu legen. Und dann lesen wir ja in Johannes 13, Vers 23, kann das jemand lesen? Jawohl. Und Vers 25. Da lehnte er sich an die Brust Jesu und sagte ihm,
Jawohl. Das ist also der Jünger, den Jesus liebte. Ich kann Stelle nachgehen, kommt verschiedene Mal vor. Der hat, das ist gewissermaßen der geehrteste Gast gewesen an dem Abendmahl. Und er hat so können seinen Kopf anheben an die Brust Jesu. Aber da geht es also nicht um ein Kind im Schoß vom Vater, sondern es geht um einen erwachsenen Mann, wo da den Ehrenplatz hat beim Gastmahl und so den Kopf kann ans Herz vom Messias legen. Und so ist es, wenn der Johannes sagt, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, geht es darum, der ewige Sohn, wo in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater ist. Und gewissermaßen die tiefste Herzensbeziehung hat. Das ist der ewige Sohn Gottes. Und warum schreibt Johannes das Evangelium? Weil er der Jünger war mit der tiefsten Beziehung zum Messias. Und darum hat er am besten können über die Beziehung vom ewigen Sohn zum ewigen Vater können berichten. Und sein Thema ist zu zeigen, der ewige Sohn ist Jahwe selber. Und er ist als Mensch in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott ist, wer der Vater ist. Und uns die Beziehung vom ewigen Sohn zum ewigen Vater aufzudecken. Eine Beziehung, die im Alten Testament nur sehr verdeckt angedeutet wird. Zum Beispiel in Sprüche 30 hat man die Frage, können Sie mal einem orthodoxen Juden stellen. Wer ist der Schöpfergott dort, von dem es heisst, und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Das ist eine Frage im Alten Testament. Seines Sohnes, also nicht eines Sohnes von ihm. Was ist der Name seines Sohnes? Also Jahwe hat einen Sohn, und zwar einerlei. Und was ist sein Name? Das fragt man schon im Alten Testament. Und Johannes Evangelium zeigt uns, wer das ist. Und in seinem Evangelium kommt der Name Jesus am allermeisten vor. Also das auszählt, ist auf dem Blatt. Sollte auf dem Blatt sein. Ja, 244 Mal. Also deutlich mehr als zum Beispiel im Lukas, wo es nur 88 Mal vorkommt. Und was heisst Jesus? Das ist eben der Name vom Sohn Gottes. Und Jesus heisst der Ewige ist heil. Also der Name, der auch nochmal seine Ewigkeit deutlich betont. Und der Sohn ist gekommen in die Welt, um die Beziehung, die er als eingeborener Sohn zum ewigen Vater hat, zu offenbaren. Und dann zeigt aber der Johannes in Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heisst, Menschen können jetzt in die gleiche Beziehung zum ewigen Vater kommen. Sie können die gleiche Beziehung überkommen wie der ewige Sohn zu seinem Vater, können sie überkommen als Kinder Gottes. Indem sie nämlich das Leben aus Gott überkommen. Und darum wird so viel geredet über Leben in dem Evangelium. Menschen können das Leben von Gott überkommen und können darum eine Beziehung überkommen von Kindern zum Vater. Also etwas völlig Neues, eine Beziehung, die es im Alten Testament gar noch nicht gegeben hat. In dieser Art. Und das zeigt uns der Johannes, indem er den Sohn Gottes zeigt und die Sehnsucht weckt bei den Lesern nach dem Vater, nach dieser Beziehung zum Vater durch Jesus Christus. Und übrigens, der Johannes hat das Evangelium geschrieben, um Irrlehre in Bezug auf die Person von Jesus können abzuwehren, am Ende vom 1. Jahrhundert. An die gnostische Irrlehre. Darum betont er so stark die Gottheit von Christus. Und zweitens, wir denken, der Johannes, der Apostel von der Liebe, das war einer, der sicher einen sehr sanften Charakter hatte. Und das Gegenteil ist wahr. Wir lesen nämlich in Lukas 9, da hat der Herr ihm und seinem Bruder den Namen gegeben, Boanerges, auf Aramäisch,
Söhne des Donners. Um das Temperament ein bisschen auszudrücken. Also explosiv wie nur etwas. Und sie sind auch parat und haben gesagt, Herr, was, die Samariter wollen dich nicht aufnehmen. Sollen wir Feuer vom Himmel oben runter holen? Dann wissen sie, wo es durchgeht. Und der hat er offensichtlich auch noch Probleme gehabt mit einem gewissen Hochmut. Er hat nämlich den Wunsch gehabt, mit seinen Brüdern zusammen den höchsten Platz können zu bekommen im Reich. Matthäus 20. Und wenn man dann so die Johannes-Evangelium liest, wo er geschrieben hat, am Ende von seinem Leben und auch seine Briefe, da ist so etwas abgeklärt. Etwas, das so prägt ist von der Liebe vom Erlöser. Man kennt den nicht mehr. Ja, weil er hat wirklich erlebt, was das Geheimnis von der Wiedergeburt. Und gerade in Johannes 3, im Gespräch mit dem Nikodemus, so einzigartig beschrieben wird, wie der Mensch kann neu werden durch eine neue Geburt. Das hat er also an sich selber erlebt, er, der explosive Johannes. Also, noch ganz kurze Bemerkung zum Aufbau vom Evangelium. Wir haben am Anfang eine Einführung. Im ersten 18 Vers. Und dann findet man die ersten Handlungen, die ersten Offenbarungen von ihm am Anfang von seinem Dienst. Dann kommt ein Abschnitt, der für sich zusammenhängt, wo die Wörter Leben am meisten vorkommen. Darum habe ich den Abschnitt einfach überschrieben mit das Leben. Nachher kommt ein Abschnitt 8,2 bis 12,50, wo es wimmelt von dem Ausdruck Licht. Und ich bin das Licht der Welt und so weiter. Und nachher kommt ein Abschnitt, Kapitel 13, Vers 1, der Herr im Obersaal mit den Jüngern, bis Ende 17, wo die Ausdrücke Liebe und Lieben so vorkommen, übermäßig vorkommen. Und dann kommt die Beschreibung vom Opfertod. Da meine ich das beschreibe einfach als der Tod. Und dann der Schlussteil beschreibt nochmal die Offenbarung von Jesus Christus am Ende von seinem Dienst nach seiner Auferstehung. Da gibt es noch einen Anhang. Und aus dem heraus ergibt sich, dass das Ganze in einer Spiegelstruktur aufgebaut ist. Die Einführung am Anfang spiegelt sich mit dem Anhang am Schluss. Die Offenbarung am Anfang von seinem Dienst tut sich spiegeln mit den Offenbarungen am Ende von seinem Dienst. Und dann haben wir den Abschnitt das Leben, spiegelt sich mit dem Abschnitt der Tod. Und der Abschnitt das Licht spiegelt sich mit dem Abschnitt die Liebe. Und das ist das Wesen von Gott. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Ja, sind bis dahin Fragen? Ganz kurz. Was ist mit dem Fischer und seinem Netz am Anfang? Ja, er hat gemerkt, dass also 2 Stunden offensichtlich nicht langt. Für 4 Evangelien. Es ist folgendes. Die Berufungsgeschichte von Johannes war so gewesen, er war gerade am Fischernetz flicken gewesen. Und er ist berufen worden zum Dienst. Und später sehen wir, am Schluss von seinem Leben, er schreibt die Bibelbücher ganz speziell, um die Christen Netz eigentlich zu flicken. Denn die Irrlehrer sind reingekommen, wo Jesus Christus in seiner Person angegriffen haben. Und seine Schriften sind gewesen, zum Reparieren, was am Kaputtgehen gewesen ist. Was durch das Menschenfischen reingebracht worden ist, ist in Gefahr gekommen durch Irrlehren und das flickt er durch seine Schriften jetzt. Das ist schon ein bisschen zum Petrus. Er ist berufen worden, ist ja gerade am Fischen gewesen. Und er ist dann der grosse Evangelist geworden. Der am Pfingsten gerade 3000 gefischt hat. Oder in einer Predigt. Schön. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch beten zum Schluss.